Herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter. In der letzten Folge haben wir einen Diabloth gejagt und einen, oder einen, den Magdaros? Irgend sowas. Ich habe keine Ahnung, was jetzt Sache ist, deswegen gehe ich einfach mal zu Experten und rede mal ein bisschen mit der. Erzähl mir was. Aha. Ah ja. Aha. Ja, schön, Pucki Pucki. Was hältst du davon? Ja, warum nicht? Ich soll eine Expedition in Neville Tormentness machen. Wie genau komme ich da hin? Alles klar. Was ich hier machen soll, weiß ich aber trotzdem nicht. Das zuletzt gemacht haben, was? Willst du dich erst einmal umsehen? Naja, so lange ist es jetzt nicht her. Okay, ich sehe. Was auch immer das für Viecher sind. Wo ist denn eigentlich mein Netz? Ich brauche mein Netz, um diverse Fauna... Ah, guck mal da. Kleinstes Exemplar. Nice. Ich brauche noch mehr davon. Sehr gut. Wunderbar, okay. Ich habe jetzt hier ein paar Viecher eingefangen. Eben als ich da oben langgelaufen bin, da hinten, da stand eine Katze. Deswegen gehe ich da jetzt mal direkt hin. Also so eine Katze wie hier, die stand da einfach nur rum, da oben. Also gut, wer bist du? Abbau-Paliko. Na dann, gucken, was es hier so gibt. Es gibt Schlammspur? Und Fußspuren sehe ich da. Oh, das sind Fußspuren von einem... Ah, verdammt, wie heißt er denn? Der... Barot? Heißt er so? Barot? Nee, stimmt, letztes Mal habe ich Radovan gesagt. Nee, Barot ist das Wort, was ich suche. Die wälzen sich doch immer im Schlamm, soweit ich weiß. Noch mehr davon. Ich glaube, das Gekritzel ist interessant. Ich glaube, das gehört zu diesen Katzen, weil das immer so... Oh, Ratian-Schuppen. Hey, das ist eine Ratian-Fährte. Wirklich? Moment mal, was? Huh? Sieh dir mal diese Fährte an. Oh. Das ist ein Puke Puke. Das ist wahr. Oh, shit. Was ist hier los? Euer Ziel. Schnappen wir uns den Puke Puke. Ey, ganz ruhig, mein Freund. So haben wir nicht gewettet, ja? Komm her. Dieser Puke Puke ist viel schwerer als normal. Nicht weglaufen. Ich mach's kaputt. Oh, das ist nicht gut. Ich sehe überhaupt nichts. Sein Schwanz ist weg. Ja, immer drauf. Nein, ich stehe direkt daneben. Komm schon. Komm schon. Nee. Egal, komm, ein paar Schläge kriegt er noch. Sehr schön. Hat das bald? Der hält aber ganz schön viel aus, muss ich sagen. Oh, ich glaube, ich habe gerade seinen Schädel gebrochen. Komm schon.
Der bewegt sich auch nicht, okay. Der hat ordentlich was abgekriegt. Jetzt ist er weg. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, er ist weggelaufen. Das sieht nicht so aus. Direkt wieder. Scheint er fast tot zu sein. Er humpelt. Komm schon! Kann doch nicht so schwer sein, ein Vieh zu töten. Ey! Der fliegt einfach weg, die Sau. Komm, wie der vor sich hin humpelt. Nee, 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 mein Freund. Das werden wir nicht auf uns sitzen lassen. Ganz leise. Ganz leise. Okay. Hey, hey, hey. Immer wenn ich meine Combo mache, rennt er weg. Oh. Er ist tot. Er ist einfach tot. Nice. Was sind es aber für Viecher da hinten? Das sind so kleine... Diese Typen von Majora's Mask. Legend of Zelda. Die stehen da und werfen Sachen auf mich. Da unten steht ja auch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ich will den hier erstmal abbauen. Den habe ich mir verdient. Was sind da diese komischen Deko... Kinder da, oder wie die heißen. Kann ich die... Hey, was ist denn los mit denen? Kann ich die abbauen? Nee. Die... Was... Gaia Laka. Simple Ration. Ja, nice. Gaia Laka, was auch immer das sind. Sahen aus wie diese Deko-Kinder von Majora's Mask. Aber... Puh. Ich könnte natürlich jetzt nach Astera zurückkehren, aber... es gibt hier Radian-Schuppen. Und... Ich würde ganz gerne mal gucken, wo der sich denn aufhält. Guckt ihn euch an da oben. Der B29. Sollen wir es mal probieren? Oh. Oh, das wird lustig. Sekunde, was war das? Oh, da ist sogar der Barot. Kann ich die zwei vielleicht gegeneinander kämpfen lassen? Uiuiuiui. Attacke! Stich ab! Stirb! Stirb! Oh Gott. Oh oh. Ich sehe, was dort über mir ist. Oh shit. Fuck. Nein, er kommt. Was für ein furchterregendes Monster! Ganz genau. Ah. Komm, ich will einen Revierkampf sehen, Freunde. Nicht gegen mich! Oh shit! Hallo? Ich geh da mal. Boah, der zerstört ihn ja richtig. Hör mir auf, du. Wird nicht weggelaufen. Ah, jetzt gibt's aufs Maul. Ich habe wenig Ausdauer, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Komm schon. Angriff.
Ich weiß nicht, ob ich ihn besiegen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich muss es probieren. Hä? Ist er jetzt umgefallen oder was? Oh, das ist nicht gut. Er brennt. Er brennt! Er wird explodieren. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn für ein Clusterfuck hier, bitte? Oh mein Gott. Was zur Hölle ist hier los? Hä? Wo ist er hin? Ich werde vom Diablos verfolgt. Ah! Ich will aber zu dem Beetlejuice. Bagel Juice, oder wie der heißt. Ist der nicht Bagel Juice sogar? B29. Da ist er. Die miese Sau. Hat er gerade hingeschissen? Habe ich das richtig gesehen? Der hat fett da hingeschissen, ey. Nein, das sind Bomben. Oh mein Gott. Diese miese Drecksau. Du bist echt ein Sack. Meine Katze ist Geschichte. Ich meine, die sind abgesehen davon, dass sie natürlich unsterblich sind. Es betäubt, ja. Das muss doch drin sein, oder? Komm schon. Nicht gut. Oh, ich glaube, das hat gesessen. Das hat ihm nicht so gefallen. Das ist nicht gut. Okay, Lebenskraftmantel aus. Wo sind meine Heiltränke? Ja, aufhören, Sachen auf mich zu bombardieren hier. Das ist nicht in Ordnung. Oh mein Gott. Alter. Der glüht immer noch, das ist nicht gut. Ich will die Sachen von ihm aufsammeln. Oh shit. Das ist nicht gut. Oh, sein Schwanz ist weg. Ja. Sau. Oh mein Gott, ich glaube, er ist angepisst. Ich kann ihn mir seit 10 Minuten oder so mitnehmen. Oh oh, jetzt ist er richtig angefressen. Hä, was ist denn das? Da oben zu kämpfen ist nicht so gut. Oh mein Gott, ist der schnell, ey. Schnell abbauen, bevor er kommt. Schnell. Oh shit. Oh, ich glaube, ich habe sein Face gebrochen gerade. Das wird ihm nicht gefallen. Ey, was ist das? Was ist das für ein Arschmove? Holy shit. Aber der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Nein, lange nicht vorbei. Ich verfolge ihn und werde ihn richten. Scheiß auf den Förderplatz. Ich will auf ihm reiten. Oh mein Gott, was ist jetzt hier schon wieder los, ey? Mal ohne Scheiß. Hä? Wo springe ich denn hin, bitte? Komm, ich will einmal auf dem Basil Juice reiten wieder. Ja, nice. Jetzt gibt's aufs Maul. Ich sehe zwar nichts, sieht aber gut aus. Ah, davor. Ah, ach, guck mal hier. Gib ihm! Sehr schön.
Was macht er da? Puh, ich will gar nicht wissen, wie lange der Kampf jetzt schon geht. Locker 10 Minuten, 15, länger. Was ist das jetzt? Wo will der hin? Nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet. Wir haben nicht gesagt, wir hören mittendrin auf. Ich bin bereit für die dritte Runde. Oh, shit. Nicht so. Ich muss irgendwie auf eine Erhöhung kommen, ohne dass er alles in die Luft sprengt hier mit seinen fucking Bombardierungen. Ja, genau. Das war eigentlich eine gute Kombo, aber... Oh, shit. Komm schon. Das muss doch mal möglich sein hier. Scheiße. Greifen ihn jetzt die Insekten da oben an? Was macht er jetzt? Kommen Sie mal zurück, bitte. Oh, sehr schön. Guckt euch an, wie es hier aussieht. Das ist eine einzige Katastrophe. Ach, komm schon. Miese Sau. Oh oh. Sehr schön. Fuck, genau in die Explosion rein. Ich würde mal gern wissen, wie viel Life der so generell hat. Hä? Was war das denn jetzt? Nein, nein. Hat er wieder aufgegeben? Nächste Phase? Alles klar. Ich bin unterwegs, mein Freund. Ich bin unterwegs. Oh mein Gott. Oh, er humpelt, er humpelt. Das ist sehr gut. Das Ende ist nah. Bleib hier, du Sackratte, ey. Der scheint überhaupt nicht zu reagieren, wenn ich ihn mit Schlägen bombardiere. Oh, er ist wieder im Match. Ja, nice. Nicht gut. Schön ins Gesicht geschossen. Jetzt will er wieder davonlaufen. Das gibt's hier nicht. Da will er sich hinlegen? Nee, okay, okay, es. Er ist wieder im Match dabei. Meine Damen und Herren. Ein gnadenloser Kampf. Er gibt nicht auf. Obwohl er kurz vor seinem Untergang steht. Gehe ich mal von aus. Besitzt er immer noch. Oh mein Gott. Immensen Kampfgeist. Den muss ich nur aus ihm rausprügeln. Shit. Wenn er nicht vorher dasselbe mit mir macht. Rennt mich einfach um. Also hier in so einer Höhle zu fliegen, ist schon ein Arschmove eigentlich. Der muss doch mal fertig sein hier. Ja! Ich habe gewonnen. Ja, ja. Was ein Krieg. Wie lange hat es gedauert? 20 Minuten? Ich bin nur hergekommen, um ein Puki Puki zu jagen. Hab's nachher mit dem B29. Barot wollte ich zuerst holen. Ne, erst wollte ich ihn holen. Dann ist der Barot gekommen, dann wollte ich den holen. Dann habe ich mich wieder für ihn entschieden. Und so zwischendurch hat sich auch mal ein Diabloth gemeldet zu Wort. Die sind aber beide schon verschwunden, denn in der Expedition ist es ja so,
dass man kann zwar hier Viecher jagen, die verschwinden aber nach einer Zeit. Weil die Jagd ja normalerweise mit oh shit. mit einer Zeit zusammenhängt, also ne? Wie sagt man? Ja doch, mit einer Begrenzung halt. Und die Expeditionen von Natur aus unbegrenzt sind, haben sie einfach so das mit eingebaut, dass sie einfach irgendwann verschwinden. Ich hatte Glück. Der Basil Juice ist nicht verschwunden. Da habe ich ihn gleich mitgenommen. So. Ich habe jetzt noch ein bisschen Knochen. Ich habe auch gar nicht gesehen, wie am Arsch mein Schwert eigentlich ist. Da oben sieht man's. Rote Haltbarkeit ist quasi mit das Schlechteste. Ich glaube, das war eine erfolgreiche Jagd. Ich kehre mal... Nein, wie kehre ich nochmal zurück? Hier. Ja. Boah, was ein Tag, ey. Puh. Ich überlege gerade, ob wir noch genug Zeit in der Folge haben. Was haben wir denn alles? Ich gucke einfach mal durch, was wir gekriegt haben und dann beenden wir die Folge einfach. Monster-Spitzknochen. Plus, alles plus. Barottklaue. Barottklaue? Achso, die habe ich aufgesammelt. Basil Juice, Kralle, Schuppe. Guck mal, wie viel die Sachen wert sind. Guck mal hier im Vergleich. Ja, Schuppe plus. Und hier. 3000. Sogar eine Schuppe plus. Nice. Drei Schuppen plus. Sehr schön. Jetzt hat mein Vieh gesammelt. Ey. Ein Knochen und ein Erz. Warum sind da überhaupt so viele Felder? So viel sammelt er sowieso nie ein. Ey, ich bin ja dankbar. Keine Belohnung, Forschungspunkte. Untersuchungsfortschritt. Gut. Ja, Notfallsitzung. Wie sieht's aus? Gucken wir uns die Sequenz noch an. Ist das so? Das Feldteam hat eine Verhaltensänderung bei den Monstern beobachtet. Ich bezweifle, dass das alles Zufall ist. Unsere verdammte Arbeit. Und wenn wir schon dabei sind, müssen wir zwei Dinge erreichen. Erstens, diese Monster haben nichts mit den uns Bekannten gemein. Zweitens, wegtreten. Die Suche nach Ratian-Spuren. Muss wieder Expedition machen. Hochrangige Expeditionen sind jetzt verfolgbar. Such den ganzen Kontinent ab. Ob nun Ratian. Die Argos ist zurückgekehrt. Da war ich eben schon, bevor ich die Aufnahme angefangen habe. Die hat nichts, was ich unbedingt haben will. Okay, Partner. Wir müssen mehr Spuren vom geheimnisvollen Monster finden. Ich würde sagen, ich gehe hoch zur Schmiede. Du kannst dich auf eine Expedition oder eine Nee, ich bin in der Küche. Halt der Maul. So, beenden wir. Ich gucke jetzt ein bisschen in der Schmiede drin rum. Oder ich mach's so, ich werde Anfang der nächsten Folge in der Schmiede ein bisschen gucken. Einfach nur mal zu zeigen, wie das so aussieht. Und dann gehen wir auf eine Expedition, um Spuren zu sammeln. Nice. Das heißt, in diesem Sinne, bis dahin. Haha, auf die Top-Auswahl und die Kommission.